Wie wir herausgefunden haben, gibt es einige Dinge rund um die EU, die du dir nicht erklären kannst. Wir haben Paul Rübig, Mitglied des Europäischen Parlaments, und Hans Aigner, Leiter des Linzer Europabüros, deine Fragen gestellt. Was müssen Länder eigentlich leisten, damit sie Mitglied in der EU werden können? Ja, die Europäische Union ist eine Gemeinschaft, die Wert legt auf stabile Rechtssysteme, die Wert legt auf die Sicherung der Menschenrechte, die Wert legt auf funktionierende Gerichtsbarkeit, auf ein funktionierendes Rechtssystem. Und das, was man den acquis communautaire nennt, ist das gemeinsame Recht, das von allen Mitgliedsländern übernommen werden muss, die Mitglied in dieser Gemeinschaft werden wollen. Was würde passieren, wenn Österreich aus der EU austritt? Wäre Österreich alleine, wären wir einsam und eigentlich sehr arm, weil natürlich gerade der Markt der 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Europa für unsere Wirtschaft große Vorteile bringt. Und auch für die Touristen, die sich quer durch Europa bewegen, ist ein einheitliches Europa sehr angenehm. Also Europa nützt uns sehr, auf der anderen Seite schützt uns Europa von Einflüssen, die von außerhalb von Europa kommen und die es nicht immer nur gut mit Europa meinen. Hat Österreich als so kleines Land überhaupt Mitspracherecht in der EU? Österreich hat entschieden Vorteile durch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Das hängt jetzt nicht mit der Größe des Landes zusammen, sondern es gibt eine Reihe von europäischen Themen, die man nur gemeinsam lösen kann. Und egal wie groß ein Land ist, grenzüberschreitende Themen, wie wir es auch jetzt in der Wirtschafts- und Finanzkrise sehen oder in der Umweltpolitik, kann man nur gemeinsam lösen. Und wir haben in den letzten Jahren, seit wir Mitglied in der Europäischen Union sind, erfahren, dass man gemeinsam auch zu guten, tragbaren Kompromissen kommen kann, die für Österreich von Vorteil sind. Warum ist der Sitz gerade in Brüssel? Ja, das war bei der Gründung der 6 Mitgliedstaaten die schwierigste Frage schlechthin. Wo kommt der Sitz der Europäischen Union hin? Letztlich hat man sich, wie heute immer, für einen Kompromiss entschieden, nämlich für 3 Sitze. Straßburg, das Parlament, Luxemburg, der Gerichtshof und die Verwaltung und in Brüssel dann die Kommission und der Rat. Alle 3 Länder zweisprachig, nämlich Deutsch und Französisch, und das war der Kompromiss, und bis heute hat man eigentlich keinen besseren Kompromiss gefunden. Ist der Euro wirklich teurer? Es hat schon vor der Einführung des Euro beim Schilling immer Teuerungen gegeben. Auch hier hat die Arbeiterkammer immer Preisuntersuchungen durchgeführt. Die kann mich noch gut immer an die Skandalzeilen, auch beim Schilling, erinnern, dass alles zu teuer geworden ist. Faktum ist, dass die Teuerung natürlich auch objektiv gemessen wird über die Inflationsrate, und die ist jetzt schwer zurückgegangen. Wenn man früher 7-8% Wertverlust pro Jahr gehabt hat, ist es heute bei ca. 1%. Und auch die äußere Stabilität der Währung des Euro hat stark zugenommen, wenn man sieht, dass wir bei der Einführung des Euros zum Dollar mit 0,80 gestanden sind und heute bei 1,35, dann ist das Reisen zum Beispiel nach Amerika dramatisch billiger geworden. Und insofern hat uns der Euro bewiesen, dass er mit dem Stabilitätspakt für uns den Wert unseres Geldes sehr gut erhält. Was bedeuten die Sterne auf der Fahne? Ja, das Symbol der Europäischen Union ist ein Sternenkranz aus 12 Sternen, 12 goldene Sterne auf blauem Grund. Diese 12 Sterne sind ein Symbol für die Vollkommenheit. Und aus diesem Grund sind es auch 12, obwohl es mittlerweile 27 Mitgliedsländer sind. Manche haben nämlich geglaubt, jeder Stern steht für ein Land. Dem ist aber nicht so. Auch nach der Erweiterung über 12 Mitgliedsländer hinaus sind es 12 Sterne geblieben, weil eben die Vollkommenheit 12 symbolisiert, so steht schon in der Bibel. Warum wähle ich eigentlich? Wen wähle ich? Und was tut der eigentlich in Brüssel? Also am 7. Juni 2009 finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Das Europäische Parlament wird alle 5 Jahre neu zusammengesetzt. Österreich wird in diesem neuen Parlament 17 Abgeordnete haben. Es sind dies die Vertreter Österreichs im zweitwichtigsten gesetzgebenden Organ. Das Europäische Parlament beschließt gemeinsam mit dem Rat die Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union, und daher ist es wichtig, dass wir dort auch Vertreter haben, die österreichische Interessen in dieses größte multinationale Parlament einbringen. Was bringt die EU eigentlich den Jugendlichen?
Ja, gerade für die Jugendlichen ist es wichtig, dass wir erstens beim Lernen schon die Grenzen öffnen, dass man Ferialpraktika draußen machen kann in den anderen 26 Ländern, dass man studieren kann in den anderen Ländern. Wir haben also hier viele Möglichkeiten geöffnet. In der Forschung gibt es sehr viele Praktikumstellen. Für die Jugendlichen ist auch das Reisen wesentlich leichter geworden. Früher, kann ich mich erinnern, war das Umwechseln vom Geld ein Riesenthema, weil das erstens sehr viel gekostet hat und man hat sich dann auch nicht mehr so ausgekannt, wenn man in einem anderen Land war. Heute wird alles in Euro bezahlt. An der Grenze muss man nicht mehr warten. Es ist vieles einfacher geworden und ich glaube, das ist für die Jugendlichen ein Riesenvorteil. Es ist wichtig, dass auch du wählen gehst. Du denkst, deine Stimme ist nicht wichtig? Falsch gedacht. Schau es dir an.